heute vor, mit euch ein schönes Design zu machen. Und zwar geht es um die Folientechnik und Chromtechnik. Ich bin hier ein bisschen am Rumprobieren und da wollte ich euch natürlich mal mitnehmen. Und wir fangen an damit, den Nagel mit Folienkleber vorzubereiten. Und zwar nehme ich hier den schwarzen von Magno Nails. Hoppala. Und werde jetzt mal hier mit Schwarz und hier. Bin ja mal gespannt, was dabei rumkommt. Wie gesagt, ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich nehme euch ja immer mit, wenn ich irgendwas Neues habe oder eine Idee. Und da habe ich jetzt gedacht, so, dann nehmen wir euch jetzt mal mit. So, jetzt schmieren wir den ein. Dann geht er mal für 10 Sekunden oder 20 Sekunden unter die Lampe. In der Zeit hole ich mir hier schon mal meine Folien heraus. Nochmal 5. Und die andere auch. So. So, dann kommt der Tipp hier wieder raus. Dann tuppe ich hier so ein bisschen wieder ein. Ihr wisst ja immer, wie ich das mache. Dann noch ein bisschen gekräckelt hier. Ich hoffe, ich bin gut in der Kamera. So. Zack. 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 So. Ich glaube, das reicht mir schon. Und ich fast sagen würde, ich hätte vielleicht noch gerne eine dritte Farbe. Ich mag das ja immer, wenn es ein bisschen doller ist. Ihr kennt das ja schon. Oh, jetzt habe ich hier meine ganze Folie ausgerollt. Naja, nicht so wild. So. 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 Einmal kräftig. Also mit, ja, einen roten musst du da noch mit rein. Ja. So, das finde ich jetzt so richtig gut. Das versiegeln wir jetzt einmal. Und ich suche mir in der Zeit, natürlich solltet ihr schon euch überlegt haben, welches Chrom ihr dazu nehmen möchtet. Und ich habe mich jetzt für dieses Eisgold entschieden. Ich denke, das nehmen wir jetzt einfach mal. Ich weiß wirklich nicht, wie es gleich aussieht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett bedeckt dann und man sieht dann noch was. Aber wir schauen. So, dann nehme ich mir den Versiegler ohne Schwitzschicht. So, machen wir das einmal da drüber. Ihr müsst jetzt wirklich gucken, dass das wirklich alles fein säuberlich gemacht ist, weil wenn ihr eine Stelle vergessen habt, funktioniert das Chromeis natürlich nicht. Deswegen werde ich das jetzt hier ganz vernünftig machen. Zack, zack, zack. So. Und dann kommt das für 30 Sekunden in die Lampe. Ich hole mir schon mal mein Bubschel hier. Öffne das schon mal. Mal hoffen, dass er so wird, wie wir uns das vorstellen, wa? Oder ich mir das hier vorstelle. Nehme Gold oder nehme lieber das? Nee, ich glaube, ich nehme lieber das. Gold weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht so eine Lust zu. Ne, seht ihr, ich habe mich mal umentschieden. Ich nehme das Weißeis. Weiß. Wer bekommt das jetzt raus? Nehmen wir uns ganz wenig, dass es auch nicht zu doll wird nachher. Wir massieren uns das hier jetzt mal drüber. Ganz leicht drüber nur. Polieren uns das hier jetzt so ein bisschen richtig schön in den Nagel. Ja. Mhm. Oh, ja, Leute, genau den Effekt wollte ich haben. Und puste mal kurz ab. Und ich hoffe, ihr könnt das richtig geil, also das, ihr seht das ja, das spiegelt wie Hulle. Das sieht mega genial aus. Richtig, richtig cool. Oh, ihr seht das, ne? Hier sind meine Handschuhe.
Also das ist schon eine richtig geile Sache. Genauso habe ich mir das vorgestellt und deswegen wollte ich euch gerne mitnehmen. Also es sind immer so Sachen, die fallen einem spontan ein, aber das kennt ihr wahrscheinlich selber. Und dann muss man das einfach ausprobieren, sofort und gleich und nicht erst später. Und deswegen habe ich euch jetzt mitgenommen. Jetzt versiegel ich das nochmal. Ist wirklich ein richtig schöner Effekt. Gerade mit dieser Folientechnik darunter. Das sieht bestimmt mit weißem Untergrund oder so auch nochmal richtig Bombe aus. Auf jeden Fall hingucke auf jedem Nagel. So viel kann ich schon mal sagen. So, das wird jetzt 60, 70, oh, seht ihr, wie das spiegelt? Meine Fresse. Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist ja wohl mal mega. Das wird jetzt 60 Sekunden ausgehärtet. Und dann ist unser kleines, aber feines Design fertig. Ihr müsst ja auch immer bedenken, im Studioalltag habt ihr nicht die Zeit oder eigentlich nur Leute, die wirklich 5, 6 Leute oder 7 oder 8 sogar am Tag machen, haben ja nicht die Zeit, da für 2 Stunden immer irgendwelche Designe zu machen. Und dann sind solche kleinen Designe, so wie das hier oder so, echt mega genial. Total geiler Effekt und trotzdem kurz. Also man braucht ja wirklich nicht mal 5 Minuten in dem Sinne. Würde ich jedem wirklich empfehlen, mal nachzumachen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so mit der Folie immer macht, ob das bei euch gut klappt oder ob ihr eher sagt, oh, die Kackfolie geht mir jetzt schon auf den Nerv. Das interessiert mich natürlich auch. Ich war am Anfang auch total das Gegenteil. Ich habe Folien gehasst. Es funktionierte einfach überhaupt nichts. Aber jetzt habe ich mich dann nochmal besinnt und nochmal neu versucht und neu durchgestartet und es hat geklappt. Ja, also der Tipp ist durch. Und hier mit diesem richtig genialen Bild verabschiede ich mich denn bei euch. Ich hoffe, ey, das ist doch mega, ich kann da wirklich hingucken. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, Leute! Thank you.